Ich platziere, also ist platziert. Chemische Angriff. Ja, jetzt können wir angreifen. Einfach draufhauen. Mit diesen Worten hat unser erster große Gilde vs. Gilde Angriff auf Langendorn begonnen. Meine Community-Gilde Zocknation hat endlich wie versprochen den ersten Schritt auf einen völlig neuen Kontinenten gewagt. Damit nun also auch herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich euch etwas näher bringen werde, wie unser erster Angriff abgelaufen ist und was wir alles geschafft haben. Viel Spaß! Wie viel haben vier Armeen haben die, glaube ich, ne? Müssen wir 40 Mal, glaube ich, gewinnen? Ja. Ist so deppert. Warte, wir müssen jetzt 40 Mal gewinnen. 40 Mal gewinnen, ja. Jede Armee hat 10 Lebenspunkte und es wird, wenn du einmal gewinnst, wird ein Lebenspunkt abgezogen. Ah, okay. Deswegen, und wir haben halt unsere, genau, unsere Belagerungsarmee hat halt auch 10 Lebenspunkte, aber die Verteidiger brauchen uns halt bloß 10 Mal besiegen und wir die halt insgesamt bis zu 80 Mal. Wobei wir schon ordentlich was ausgeteilt haben, also. Bereits einige Wochen vor dem Angriff haben wir Umfragen in der Gilde gemacht, um möglichst viele Spieler zu versammeln, die uns bei unserem kleinen Spaßform unterstützen wollen. Etwas anderes sollte das nämlich erstmal gar nicht sein. Wir sind in der Eisenzeit an den Start gegangen, um uns erstmal selbst auszutesten und möglichst wenig Verlust zu machen, falls etwas schief gehen sollte. Außerdem sind die Kasernen recht klein und die Rekrutierungszeiten und Kosten sehr niedrig, was uns allen erstmal sehr gelegen kam. So hat sich tatsächlich eine kleine Gruppe aus mehreren erfahrenen und unerfahrenen Spielern in GVG zusammengefunden, die sich bereit erklärt haben, des Spaßes halber einen kleinen Teil ihrer Stadt für unser Forum umzubauen und an dem Projekt teilzunehmen. Zur besseren Kommunikation hatten die meisten sich auf meinem Discord-Server versammelt, damit die nötigen Tipps und Hinweise leichter per Sprache übermittelt werden konnten und nicht immer die Kämpfe zum Schreiben unterbrochen werden mussten. Augen zu und durch. Ach, klasse. Jetzt, ausgerechnet, jetzt war nur Fernkämpfer drin. Fick dich doch. Die erste Armee ist weg. Oh, nee. Für unseren ersten Angriff haben wir uns einen Sektor am nördlichen Rand der Karte ausgesucht, der von einer sehr kleinen Gilde gehalten wurde und nur mager besetzt war. Dasselbe war für einen angrenzenden Sektor der Fall und ein weiterer angrenzender Sektor war im Besitz eines Bottes. So haben wir uns gute Chancen ausgemalt, gleich drei Sektoren in einer Welle einnehmen zu können. Oh. Geht doch. Die haben nicht mal Schaden bekommen. Direkt zum Anfang haben wir unterschiedliche Möglichkeiten des Kampfes ausprobiert. So haben einige manuell und einige automatisch gekämpft. Der Übermut und die Unerfahrenheit haben dann allerdings relativ schnell dafür gesorgt, dass einige von uns, unter anderem auch ich, direkt zum Anfang herbe Verluste, besonders bei Agenten, einstecken mussten. Ich hab noch dreimal vier Bogenschützen und vier Ballisten besiegen. Autokampf. Einmal bin ich durch. So. Noch einmal. Ja. Eine noch. Wir sind durch. Schön. So. Setzen wir noch ein paar. Ich schalte mir erstmal alle Slots frei. Alle Slots? Ja, wollen wir schon direkt so viele setzen? Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viele, ne? Also Einheiten, um direkt alle 8 Slots zu besetzen. Ja, wenn nicht, dann kannst du es ja mal in die Gede schreiben und dann sind da noch 4 Stunden Zeit. Stimmt, bis der genau. Wir sind ja erstmal sind wir safe, können nicht angegriffen werden. Soll ich dann die BA machen auf den da drüber? Kannst du machen, ja. Setz mal einfach irgendwie was. Auf den 23, 37, ja? Jupp. Yep. Steht. Unsere noch sehr starke Schlagkraft durch unzählige getimte Angriffe mit haufenweise zuvor gesammelten Einheiten und die geringe Besetzung des ersten Sektors ließen uns diesen dann bereits innerhalb von nur wenigen Minuten einnehmen. Da wir allerdings alle noch ziemlich gut aufgestellt waren, dauerte es, wie ihr eben gehört habt, nur wenige Sekunden, bis eine Belagerungsarmee auf den zweiten Sektor gesetzt und somit die zweite Gilde attackiert war. Auch dieser Sektor war zum einen nur mager besetzt und zum anderen hatten die Verteidiger es uns mit ihren Armeen teilweise echt einfach gemacht. Hier sind einmal 8 Agenten drin. Echt? Wer setzt denn Sonnenmist? Wenn man keine anderen hat, dann machen sie es auf das Mal. Ja, das bringt doch null. Ja, na, sieht dann voller aus. Stimmt auch wieder. Sieht dann voller aus. Ja, das ist wirklich so. Wie man sich denken kann, ließen sich die Armeen auf diesem Sektor relativ einfach und schnell mit wenigen Verlusten bekämpfen, obwohl einige von uns ihr Potenzial an zusätzlicher Kampfkraft tatsächlich noch nicht mal ausgeschöpft hatten. Ich kriege nicht mal Schaden. Gut, ich hab auch einen Bonus von 200 jetzt fast, ne? Aber trotzdem.
Wer ist so 200? Kampfbonus könnte man auch mal machen, ne? Ja, geh mal ab in die Taverne. Also ich hab schon 30%, hab ich schon aktiviert. Ach stimmt, die Taverne habe ich gar nicht aktiviert. Ja, yeah. Die hab ich, vorhin irgendwann mal aktiviert. Das sagte ziemlich früh. Für die Neulinge unter uns oder die zumindest lange kein GVG mehr gespielt haben, wie ich zum Beispiel, zeigte sich dann noch ein ganz anderer Vorteil auf, an den wir bisher noch gar nicht gedacht hatten. Da man mit diesem Spielmodus extrem viel kämpft, erhält man natürlich auch Unmengen Punkte in dem PvP-Turm. Wobei die Belohnung für die meisten von uns aufgrund des Fortschrittes im Spiel eigentlich eher uninteressant war. Ich bin im Eisenzeitturm jetzt mit fast 50.000 Punkten auf Platz 1, der zweite hat 167. Ich glaube, das ist uneinholbar. Nachdem auch die zweite Gilde geschlagen war und der Sektor uns zugute fiel, gingen den meisten allerdings auch langsam die unverwundeten Einheiten aus. Nichtsdestotrotz entschieden wir uns dafür, auch den dritten geplanten Sektor des Bottes noch anzugreifen, auch wenn uns hier zum ersten Mal die volle Anzahl an Armeen gegenüberstand. Noch einmal? Ja, einer. Jetzt nicht mehr. Wir sind durch, haben alle. Ich schalte wieder alle 8 frei. Die kosten ja noch nicht so viel. Ja gut, 60 pro Slot, ne? Von jedem gut. Ach ja, gut. 90. 90 werden immer teurer. So, die beiden haben wir schon mal. Die sind auch erstmal safe. Wollen wir den Bot-Sektor jetzt auch noch holen? Ja, können wir machen. Gut. Der Weiße. Der Weiße da mit der kleinen Hütte neben uns. Der hat da dann 0%. Da konnte ich vielleicht dann auch mal was schaffen. Stimmt, der 0% Bonus. 23,39. Ja. Ach du meine Güte. Soll ich wieder ersetzen? Setz du mal, ich habe kaum noch heile Einheiten. Ich habe jetzt auch nur noch, ich nehme jetzt meine Verteidigung sogar. So, ich mache jetzt auch lieber safe, spiel manuell. Das sind jetzt halt ziemlich viele, also jetzt müssen wir wirklich 80 mal gewinnen, ne? Nee, das belebe ich nicht. Da sich nun die Kämpfe auch merklich streckten, da alle versuchten irgendwie Einheiten sparsam zu kämpfen, um die letzten verbliebenen Einheiten, die zumeist auch bereits stark verwundet waren, so gut wie möglich zu schützen, war auch mal Zeit, über die ein oder andere Erfahrung im GVG auf anderen Welten zu reden und den Neulingen etwas Wissenswertes mitzugeben. Und dann haben wir teilweise eine halbe Stunde gekämpft und dann hatte ich keine Einheiten mehr. Ja, dann ist klar, dass man keine Einheiten mehr hat. Wir haben ja jetzt Glück, dass sie sich nicht wehren, ne? Wir haben innerhalb von was... 20 Minuten 2 Gilden und einen Bot ausgelöscht. Gut, den Bot noch nicht, aber fast. Bin ich gespannt, wie lange wir den heute kennen. Hm. Oder die. Ja, aber das Kuriose ist, die waren ja schon ein paar Tage da, die beiden kleinen Gilden, und waren auch bloß halb besetzt. Die Sektoren will ja keiner haben. Das wundert mich ja. Ja, also, die großen Gilden trauen sich nicht, die kleinen anzugreifen, weil die kleinen Gilden den großen ziemlich schaden können. Echt? Ja, ist ja so, je mehr Sektoren man hat, desto teurer sind die BAs. Stimmt. Und wenn man dann von einer kleinen Gilde angegriffen wird und dann versucht, die Sektoren zurückzuerobern, dann ist das ziemlich teuer. Im Streit um die besten verbliebenen Armeen, die man vielleicht noch gerade so mit ein paar hinkenden Soldaten erledigen konnte, passierte es dann ausgerechnet mir gelegentlich, dass ein anderer einfach ein paar Sekündchen eher den vernichtenden Todesstoß gesetzt und somit die Armee ausgelöscht hat. Hier übrigens mal eine kleine Randinfo für euch. Alleine bei mir sind bei dieser Offensive insgesamt weit über 100 Agenten im Kampf gefallen. Was auch nicht zuletzt unbedingt an meiner oft sehr ungeduldigen und unaufmerksamen Art und Weise des Spiels lag. Was? Kampf abgebrochen? Wer hat denn jetzt schon wieder meine Armee kaputt gemacht? Lass mir die doch mal übrig. Da hab ich einmal eine gute Armee und dann macht die vor mir kaputt. Da kämpft man ein bisschen schneller. Och nee, da verliere ich schon. Nein, jetzt habe ich Autokampf statt Aufgeben gemacht. Och, wieder... Ich hab sogar gewonnen. Oh. Wie gewusst? 3. Geht voll. Ich hätte jetzt gedacht, ich verliere. Da war es auch mal ganz angenehm, wenn man ausnahmsweise zwischendurch auch mal eine attraktive Gegnerarmee gezogen hat, gegen die man dann wirklich mal keine Verluste und nur extrem wenig Schaden hatte. Und das war dann ausgerechnet mit den Einheiten, mit denen ich bisher noch nie klargekommen bin. Helden als schnelle Einheiten. Ja, genau die richtige Armee bekommen. Nur Ballisten gegen Helden. Und die machen nur 1 HP Schaden, die Dinger. Easy. Die große Anzahl an meist schwer verwundeten Einheiten im Inventar war zwar nicht unbedingt der Traumanblick für einen gebürtigen FOE-Spieler, allerdings hat das Wissen, dass man zumindest uneinholbar auf Platz 1 des PvP-Turms ist, einem die Situation wieder etwas versüßt. Auch wenn einem der Gewinn nicht wirklich was gebracht hat und leider waren auch nicht alle von uns auf Platz 1.
Ich glaube, hiernach sollten so ziemlich alle von uns auf Platz 1 sein. Ich bin auf plus 2. Was? Jetzt? Schämlich. Dann hast du nicht genug gekämpft. Richtig. Es fiel zwar eine Armee des Bottes nach der anderen mit sehr viel Arbeit, allerdings waren bereits mehrere Mitspieler ausgestiegen, da sie einfach keine heilen oder passenden Einheiten mehr in der Armee hatten. An diesem Punkt kam ich dann auch irgendwann, an dem ich mich zunächst geschlagen geben musste. Auch wenn ich es weiterhin mit oft absolut unpassenden Einheiten versucht habe, gegen den Feind anzukommen und mir dies auch ab und zu gelungen ist, so zogen sich die letzten Armeen schon ziemlich weit hin. Nee. Ich hab nichts mehr entgegenzusetzen. Also ich bräuchte jetzt noch leichte oder schnelle Einheiten, aber ich habe eine leichte Einheit noch mit 5 HP und eine schnelle auch mit 5 HP. Mehr habe ich nicht, so, dann bin ich jetzt auch raus. Aber ob man es glaubt oder nicht, wir haben es mit gemeinsamen Willen und Kraft geschafft, auch noch den Bot zu besiegen. So hatten wir nach ziemlich genau einer Stunde Spielzeit gleich 3 Sektoren auf dem Eisenzeitkontinenten erobert. Bis jetzt, fast 2 Wochen nach diesem Angriff, konnten wir die Sektoren auch erfolgreich gegen alle Angriffe verteidigen. Also, wir hätten sie gegen alle Angriffe verteidigen können, wenn denn Angriffe gewesen wären. Mensch, dann kriegen wir jetzt genau 7 Gildenmacht pro Tag. Oh. Das stellt die Gags in den Schatten, du. Oh. Dann hoffe ich, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ihr in der Gilde mitspielen wollt, könnt ihr das gerne tun und auf langen Dorn zu uns stoßen. Allerdings haben wir eine kleine Untergrenze für neue Spieler eingeführt, damit wir sicher gehen können, dass ihr auch langfristig Interesse habt, auf dieser Welt voranzuschreiten. Deswegen müsst ihr vor dem Gildenbeitritt erst die Grenze von 10.000 Punkten knacken. Das sollte allerdings für die meisten von euch relativ schnell machbar sein. Bis dahin würde ich dann erstmal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.